Hey Christoph, du hast sicher schon mal ein Auto fahren von Swisscom. Ja. Also, heute ist dein Tag. Super. Ich fahre jetzt seit 2 Jahren rein elektrisch. Ja. Bin einer von diesen. Bist du ein Testfahrer? Und muss aber sagen, ich bin niemals stehen geblieben mit der richtigen Planung. Kommt man durch den Tag. Ich würde sagen, das Schweizer Ladennetz ist da jetzt schon gut ausgebaut und wird sicher in den nächsten Jahren noch besser ausgebaut werden. Ich versuche auch alle 2 Tage muss ich laden. Das geht gut. Und jetzt mit dem Ausbau der Ladestationen, die Kabel gemacht haben, haben wir jetzt an unserem Bürostandort auch eine Ladestation. Damit kann ich auch, wenn ich im Office bin, laden. Das ist natürlich auch cool. Und die Heim kannst du auch laden? Die Heim kann ich auch laden, genau. Und ja, so kommst du wirklich gut durch den Tag. Also, unterwegs laden kommt wirklich sehr selten vor. Christoph, wieso leid Swisscom so viel Wert auf E-Mobilität? Ja, weil Mobilität ist ja einer der ganz grossen CO2-Treiber in der Schweiz. Und auch bei der Swisscom sind es eine der grossen Emissionen, die noch übrig bleiben im Scope 1. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir das reduzieren wollen. Und jetzt bis 2025 wollen wir die Hälfte der Flotte elektrifizieren, dass wir CO2-Emissionen um 50% reduzieren können. Und das Ziel ist nachher bis 2030 ganz auf null. CO2-Emissionen und eine komplett elektrische Flotte. Sandro, wie gefällt dir? Ich auch, Christoph, danke. Und einen schönen Tag noch. Ebenso, bis nächstes Mal. Danke. Tschüss.